Da sind wir wieder bei einer Folge. Morgan packt aus. Morgan packt aus. Ich habe eine Club-Nintendo-Karte, wo mein Name draufsteht und eine Zahl. Das heißt, ich bin was Besonderes, nicht so wie ihr. Aber ich habe ein Paket bekommen. Ein Paket von Nintendo Entertainment. Und einfach nur Nintendo. Das heißt nur Nintendo. Nintendo Entertainment System ist die Konsole. Willkommen im Club der Zeitreisenden. Diesen Spaß darfst du dir nicht entgehen lassen. Der Club Nintendo lädt dich zu einer fantastischen Zeitreise ein. In die 80er. Okay, im Groben und Ganzen haben wir dieses kleine Paketchen, das Süße, bekommen hier. Die Nintendo Entertainment System, die alte, aber in klein, neu, mini, mit vorinstallierten 30 Retro-Spielen. Für alte Nintendo-Gamer wie mich ist das einfach ein Träumchen. Ich lese weiter vor. Kompakte Retro-Ausgabe des NES, der Mutter aller TV-Konsolen und zahlloser Kultserien. 30 vorinstallierte Spieler der 80er und 90er Jahre. Best war die Pause 90er Jahre. Super Mario Bros., Donkey Kong, The Legend of Zelda, Metroid, Pac-Man, Kirby's Adventure und viele mehr. Solo- und Multiplayer-Titel voller Fun, Action und Abenteuer. Jederzeit speicherbare Spielstände, 3-Bild-Modi in brillantem HD, volle 60 Hertz? Ich glaube Herz. Power, original Spielgeschwindigkeit ohne schwarze Balken, im Lieferumfang enthalten. Nintendo Classic Mini, NES, Controller, HDMI-Kabel und Stromkabel. So sieht das süße Ding halt von vorne aus. Und von hinten zeige ich es euch auch nochmal hier. Ich hoffe, es hat scharf gestellt, sollte aber scharf gestellt sein. Und das süße Paketchen, das reiße ich jetzt einfach auf wie ein Monster. Nein, okay, ich bin schon ein bisschen vorsichtiger, ne? Nicht so wie Pete. Also von Pete's Mate Pete. Das erste, was wir da drin haben, ist noch ein Karton. Mit natürlich einer Bedienungsanleitung, ist ja klar. Ein HDMI-Kabelchen und ein Stromkabelchen. Nee, falsch rum. Ein HDMI-Kabelchen und ein Stromkabelchen. Ich sollte es schon richtig rum zeigen. Und dann der Controller, der mein Herz höher schlagen lässt. Ein alter NES-Controller, den wir dann wieder benutzen können für diese Konsole. Ich liebe Nintendo. Product Placement. Übrigens, das Gerät wurde mir einfach nur zugeschickt. Ich habe mir selber eine Konsole gekauft. Ich habe mir selber die NES im Laden gekauft bei GameStop. Aber ich habe auch eine zugeschickt bekommen, ohne dass ich es wusste, dass sie mir eine zuschicken. Und jetzt habe ich zwei. Das heißt, ich werde eine wahrscheinlich an einen Kumpel oder einem Familienmitglied verschenken. Und da ist das gute Stück, ne? Sehen wir schon hier vorne die beiden Kabeleingänge. Dann der Power-Knopf und der Reset-Knopf. Hinten natürlich Strom- und HDMI-Anschluss. Ja, das ist die simple kleine Box. Hätte man das jetzt aufmachen können und da Cards reinstecken können, wäre es noch das Highlight gewesen. Aber ich will nicht meckern. Ich gebe mich auch so mit diesem kleinen Stück Kindheit zufrieden. Bisschen kurz das Kabel für meinen Geschmack, aber naja. Strecken und dehnen und strecken. Das Interessante beim Stromkabel ist, das Ding ist ein USB-Anschluss. Also das kommt in die Konsole, das kleine hier, und das USB-Anschluss. Allerdings ist da kein Netzteil dabei. Das ist separat erhältlich. Aber ich glaube, man kann das auch an Computer anschließen, oder? Ich habe das jetzt am Computer angeschlossen, das USB-Kabel, und sie leuchtet tatsächlich. HDMI habe ich verbunden mit meinen ganzen Konsolen. Ich habe ja so ein HDMI, Splitter, da habe ich alle Konsolen angeschlossen. Da hatte ich noch einen Platz frei, da habe ich jetzt auch angeschlossen. Das heißt, ich könnte die direkt aufnehmen im Prinzip. Und ich habe auf HDMI gewechselt und sie läuft. Tatsächlich, es läuft. Nicht wundern, ich habe jetzt die Kamera vom, ich benutze jetzt gerade den Mikro vom Kamera. Ja, da hinten habe ich, die HDMI habe ich jetzt da hinten bei meinem Gedöns da hinten irgendwo angeschlossen, bei meinen Kabeln da, bei meinem Splitter, der da hinten alles unten ist. Hier ist der USB-Kabel, das habe ich hier lang geführt. Ne, das ist der USB-Kabel. Den habe ich hier lang geführt und geht dann hier in den PC hinein. So, ich zeige euch jetzt nochmal die Sicht, wie es jetzt aussieht. Ich habe sie gerade angeworfen, angeschlossen. Wie gesagt, habe ich alles gezeigt vorher. Erstmal husten. Jetzt könnte man hier einstellen, natürlich überall noch mit der deutschen Sprache.
Spielen. Und hier sehen wir dann das ganze Menü. Wow, das ist so cool. Klappt auch auf Anhieb alles hier. Hab nur angeschlossen und sie geht sofort an. Und Ballonfight, Bubble, Bubble, Castlevania. Oh, Donkey Kong, Donkey Kong Jr. Also richtige geile Klassiker. Final Fantasy, Leute. Galaga. Radius. Eisklimmer. Oh, Eisklimmer. Oh, Kirby's Adventure. Kid Icarus ist ja auch da. Oh, Mario Bros. Natürlich. Mega Man 2. Oh, das ist super. Metroid. Ninja Gaiden. Pac-Man. Also, das sind echt geile Spiele bei. Da Mario. Super Mario Bros. Natürlich. Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 3. Dann The Legend of Zelda. Zelda 2, The Adventure of Link. Das sind alles Titel, die dabei sind. Ihr seht auch unten das Gezwitsche. Wir können sogar sortieren, wenn wir wollen. Nur zwei Spieler, zuletzt gespielt, Spielhäufigkeit, veröffentlicht, Entwickler, Name. Ja, wir machen natürlich wieder nach Name. Und ja, hier können wir nochmal einstellen, die Startstellung. Könnten wir auch auf Originalauflösung gehen. Steht natürlich nur für Ingame. Ich teste das mal eben kurz. Ich zeige euch das gleich mal. Auswahl, Demo-Modus. Sprache haben wir. Rechtweise, Anleitung, also das Übliche. Ich klicke mal auf Super Mario Bros. Wo ist das denn? Da ist Super Mario Bros. Da klicke ich mal drauf. Und jetzt seht ihr schon Ingame. Das geht also direkt los. World 1. So. Und da sind wir Ingame und ich spiele jetzt gerade mit dem kleinen NES-Controller. Und das ist einfach der Cheat. Oh, Alter, wie ungewohnt. So, und jetzt könnten wir theoretisch... Wie ging das nochmal? Dammit. Ich hab das vergessen. Oh, ich war bei der Präsentation dabei. Muss ich auf Reset drücken? Genau. Jetzt bin ich wieder hier im Menü. Und hier sind meine... Jetzt habe ich hier, wenn ich runtergehe auf Fortsetzungspunkte, kann ich hier speichern. Die Spiele. So, da spiele ich jetzt mal mit 2 einfach mal Super Mario Bros. Rein. So. Wenn ich jetzt in der Konsole die gestartet habe, kann ich einfach runtergehen, hier drücken und bin direkt wieder da. Könnte jetzt theoretisch wieder noch ein Stück weitergehen und denk mir dann, oh shit, Mama ruft, grad gibt's lecker, lecker Chicken Wings. Schnell auf Resetten. Dann haust es dahin, ne? Geht nicht. Dammit! Ah ne, Moment, ich muss das gedrückt halten, glaube ich. Genau, dann drückt er das weg. Und dann könnte ich theoretisch die Konsole neu starten. Das machen wir einfach mal. Shutting down. Ist das nicht toll? Richtiges, ausführliches Tutorial hier. So, jetzt habe ich sie neu gestartet. Und da ist der Speicherpunkt immer noch. Und ich kann direkt weiterspielen. Und das funktioniert bei allen Spielen auf diesem kleinen NES. Das ist voll super. Also ich finde das cool. So. Können wir natürlich verschieben, sperren, dass das nicht gelöscht wird oder so, oder verschoben. Wenn das dann, ja, doch, doch. So. Ich melde mal eben kurz nochmal bei Darstellung, da sind wir auch glaube ich, auf 4 zu 3. Wir könnten jetzt auch auf Originalauflösung gehen. Und dann gehen wir nochmal, ach ja, das habe ich ja gedingst. Ah, wie kann ich das nochmal wegmachen? Ich möchte es nicht speichern. Dammit! Egal, aber jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir die Originalauflösung. Ein bisschen kleiner aus dann halt, ne? Ist halt die Originalauflösung. Kann man dann alles, wie man lustig ist, wieder umstellen. Wieder auf den Reset-Knopf drücken. Wir machen nochmal als CTR-Filter, damit ihr den auch nochmal gesehen habt. Jetzt können wir hier auch mit der Datei können wir auch auf Start drücken. Müssen wir gar nicht speichern, die hängt da ja. Ja, so sieht das dann mit dem Filter aus. Aber ich persönlich nehme 4 zu 3 einfach. So. Was ist jetzt mit der gespeicherten Datei, die jetzt hier rumfliegt? Könnte ich theoretisch die Konsole ausmachen? Shutting down. Moment, Leute. Und die wieder anmachen? Wäre dann der Speicherpunkt noch da? Merkt er sich das auch? Oder... Ne, der ist wieder dann weg. Oh, Sad Life. Also immer speichern. Wäre cool gewesen, hätte sich das gemerkt. Hey, Moment. Wollte ich gar nicht.
Es muss doch auch eine Möglichkeit geben. Mach das mal kurz dahin. Das kann ich wieder... So, verschieben, löschen, select. Ah, hier hinten ist der Mülleimer. Ich habe die ganze Zeit gesucht, wo der Mülleimer ist. Den habe ich einfach nicht gefunden. Ich twaddle. So. Wenn ich den jetzt nicht speichern will, dann kann ich da... Dann ist der Mülleimer aber nicht da, ne? Also ich muss es speichern, oder wird? Ah, oh, da bin ich noch ein bisschen unbeholfen, ne? Da muss ich mich noch selber reinfummeln. Und die grundlegenden Sachen wollte ich mal ein bisschen gezeigt und erklärt haben, damit ihr das ungefähr... Ja, wisst, ungefähr mal gesehen habt bei mir. Oh, Kirby's Adventure. Bam, 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 bam. Oh, Level 1. Oh, das war immer so cool. Als Kind. Oh. Leute, das ist meine verdammte Kindheit somit. Yeah. Ich weiß nicht wieso, aber mich macht das total glücklich. Ah, viele denken sich, Alter, was für eine scheiß Grafik. Oder sonst was. Aber das war bei uns fucking normal früher, Mann. Das ist verdammte Klassiker NES, Mann. Das war alles für mich. Das war echt die geilste. Ah, das war so cool als Kind, das alles zu spielen. Und oh. Ja gut, da habe ich soweit genug gezeigt. Ich habe gerade den Stern ausgekackt. Okay, genug gezeigt hier. Ich würde sagen, ja, das war das kleine Unboxing sowie nochmal Vorstellung. So ein bisschen vom Menü und so. Jetzt so eine Fortsetzung. Fortsetzungspunkt, wenn aktuelle Spielespeicherdaten überschrieben. Oh nein! Hey, nein! Ich wollte den eigentlich löschen, ne? Dammit! Aber ja, ich habe alles soweit gezeigt. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen bei dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch das mal ein bisschen erklären und näher bringen und zeigen und... Ja! Das soweit dazu. Nochmal danke an Nintendo, die mir das zugeschickt haben. Mega, mega geile Sache. Bis dann und euch noch einen schönen, schönen Tag. Ciao! Musik.